Hi und herzlich willkommen zum Wieder-Wilder-Werden-Podcast. Ich bin Verena und gegenüber von mir sitzt Martin. Hallo Martin! Hallo Verena, guten Tag. Guten Tag. Grüß dich. Schön, dass wir zusammen hier sind und diesen feinen Podcast aufnehmen. Ja. Und wie immer, wie jedes Mal, also wie letztes Mal im Alle Male Prinzip, schon. wie alle Male, alle zwei Male, nehmen wir euch mit auf unser schönstes Naturerlebnis der letzten 2 Wochen. Genau, Und das ist ja zwar. so der Sinn dieses Podcasts, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so alles erleben draußen in Berlin an tollen Natursachen. Und wir haben was richtig Cooles gestern erlebt und das passt ziemlich gut, dass wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen wollen, dass wir Ja, zufällig hier mit fantastisch. Mikrofonen sitzen. Was für ein guter Zufall. Was hast du denn Tolles erlebt? Erzähl mal, was ist passiert? Wir sind gestern Abend relativ spontan zu einem abendlichen Picknick rausgefahren an den Stadtrand in ein Gebiet, wo aufgrund einer großen Wasserfläche und viel Schilf und Feldern dazwischen im Sommer und im Herbst immer ziemlich viele Vögel unterwegs sind. Und zwar haben wir dort auf Stare und auf Kraniche gehofft. Ja, wirklich gehofft, Und gehofft. Es war überhaupt nicht klar, dass die kommen. nein, überhaupt nicht. Das weiß man ja nicht. Genau, es gibt natürlich günstigere Gebiete und weniger günstige Gebiete, aber garantiert ist natürlich nie was. Also haben wir da gesessen und gegessen und nachmittags war tatsächlich ziemlich wenig los, oder? Ja, also der Plan war ja wirklich eher das Picknick draußen, dass man von dem ganzen PC-Arbeiten die Woche über mal so ein bisschen mit Aussicht, draußen schmeckt sowieso alles immer besser, dass man sich ein bisschen raussitzt und ein bisschen plaudert, ein bisschen in der Natur ist und wenn man Glück hat, vielleicht noch ein, zwei Vögel vorbeikommen. Aber so, weiß nicht, wir sind wann haben wir uns denn getroffen? Um Kurz nach 18:30 Uhr? sieben, kurz Ja, nach sieben war es. nach 7 sogar. Und im Moment geht die Sonne kurz nach 8 unter, also da war eigentlich die ganze Zeit erstmal nicht viel los und wir haben gegessen und waren erstmal so ein bisschen, war nicht viel los. Richtig, aber darum geht es ja auch gar nicht so Naja, sehr, oder? genau, Also wir wir hatten wollten ja die schon. Natur genießen, das draußen sein, Genau, aber und wir saßen ein bisschen in einer etwas abgelegeneren Ecke, nicht gleich vorne an der Straße, wo das Gebiet losgeht, sondern ein bisschen weiter hinten drin. Und da kommen natürlich viel weniger Leute vorbei, was immer ein bisschen angenehmer ist, wenn man dann nicht ständig vollgequatscht wird. Ah oh, ja, Foto. Ach, Sie malen hier. Ja, Das ist immer sehr lustig. Wir sitzen ja genau. dauernd dann mit Fotoapparat und Journal da und da gibt es natürlich schon immer wieder die Fragen und manchmal ist es ja auch ganz lustig und Leute kennenlernen und alles, aber manchmal will man auch einfach seine Ruhe haben. Deswegen ist da hinten dann schon eine gute Ecke. Richtig. Ich fand das im letzten Zeitweise Podcast wahnsinnig lustig, diese Übrigens die auch ein sehr guter drei, Podcast. ja, Podcast-Empfehlung an der Stelle, die drei dümmsten Fragen, die du als Fotograf gestellt bekommst, wenn du draußen fotografieren willst. Das ist immer ganz toll. Wieso, was Lässt war sich da? auch perfekt aufs Malen übertragen. Top 1 war, na, das ist aber ein großes Rohr. Super. Oder irgendwelche Iterationen davon. Wie nah kannst du denn damit ranzoomen? Was? Ja, also diesen Naja. ganzen Fragen kann man damit sehr gut entgehen, wenn man ein bisschen weiter weg von Menschen geht. Und wir wollten eigentlich vor allem eben picknicken. Ja, und dann wurde es so halb langsam dunkel und dann kam aber doch immer keine Vögel. Oh ja, es kam auch noch ein Mensch vorbei, ne? Das war sehr Genau, da lustig. war Oh, das war jemand, so witzig. kam dann jemand dazu, den wir dort in der Gegend hin und wieder treffen, den wir schon kennen. Man sagt sich dann Hallo und wechselt dann mehr oder weniger Worte, gestern eher weniger. Und er sagte jedenfalls, boah, ist ja gar nichts los heute. Und wir so, ja, anscheinend nicht, noch Anscheinend nicht. nicht. Er fuhr dann irgendwann wieder, wünschte einen schönen Abend und dann eine Viertelstunde später ging es eigentlich Ging es los mit den richtig los. Starren, oder? Ja, ey, es war so fantastisch. Also auf dem Teich war vorher halt irgendwie, glaube ich, eine Ente und ganz weiter hinten ein Schwan. Also es ist wirklich kein richtiger Teich. Teich ist eher so ein Matschepampe. Überschwemmte Ja, Wiese ist auf sehr viel eigentlich. so diese Wasserlinsen oder wie das heißt obendrauf. Also man sieht die Wasseroberfläche gar nicht Ja. so richtig. Aber also es war ja an sich einfach ein super schöner Abend. Es war ja super warm draußen, leichter Wind gegen Mücken ohne Ende. Also eigentlich waren ja genug Tiere da. Und ne, bevor, also das haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen gespoilert, es kamen ja dann schon auf Vögel vorbei. Aber eigentlich waren wir, jetzt mal vom Abendessen auch abgesehen, ziemlich zufrieden da, weil es war ja auch viel los. Es waren Mücken da. Eine ganz, ganz tolle Fliege haben wir entdeckt.
Das war richtig schön. Wir haben eine Und schöne Eintagsfliege gesehen, ja, genau. das war eine mini kleine Eintagsfliege. Bekassinen. Ja, gut, die sind aber nur vorbeigezischt. Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn sie vorbeizischen. Und das war halt eigentlich auch schön mal, wenn halt nicht diese großen Vogeldinger sind mit guck mal da, durchs Fernglas die ganze Zeit, sondern dass man sich ein bisschen darauf konzentriert, was ist so in der Nähe. Blumen haben wir gefunden und lustige Gräser. Binsengras, ganz witziges Zeug. Ganz, ganz cool. Und dass wir so ein bisschen in quasi dem nahen Metern um uns herum eigentlich versumpft sind, literally, weil es so Ja. spannend war. Und dann aber plötzlich kam so ein abgefahrenes Geräusch, wie so Wind. Und es war gar kein Wind, sondern dann kamen 1.000 Millionen alle Stare der Welt. Ich glaube, es waren nicht wirklich 1.000 Millionen. Es waren alle. Alle. Okay, es waren alle Stare, die wir gestern gesehen haben, waren gestern da, wo wir waren. Verrückt. Also wenn ich weiß, was Stare Statistik. sind, das sind sehr, sehr süße, so amselgroße Vögel, das Starling. Und die sind mega hübsch. Ich weiß nicht, sind die gerade noch im Prachtkleid eigentlich? Nicht dolle, ne? Jein. Ja. Kommt drauf an. Kommt drauf an, ob sie gerade im Prachtkleid Also sie sind sind oder noch nicht in nicht. ihrer Vollmause. Das kommt Ja. drauf an, ob sie gerade. Die, die im Prachtkleid sind, die sind noch im 100% Prachtkleid. in ihrem Prachtkleid. Richtig. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das Das ist Erstaunliche war doof. halt, dass mit dem Trick hat keiner gerechnet, dass jetzt schon Stare da sind. Also wir haben jetzt Mitte oder kurz nach Mitte August und dieser ganze große Vogelzug, der fängt eigentlich frühestens so im September laut meinem Gefühl immer an. Und Ja. diese riesigen starren Wolken, wirklich, das kennt ihr sicher von verschiedensten Bildern, Videos, diese Murations, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Ja, dieses Schwärmen diese einfach, oder? großen Formationen, diese wie so ein eigenes Lebewesen schon aussehen wieder, die habe ich noch nie mitten quasi im Sommer gesehen und plötzlich kam das halt von rechts an wie so ein eigenes Wesen herausgeschossen aus dem Himmel. Es war so cool, oder? Ja. Da kamen wirklich, also in kleinen Abständen kamen riesengroße Gruppen von Staren, wahrscheinlich irgendwie 2.000, 3.000 Tiere pro Schwarm, die dann so Mindestens. als langgezogener, So ein Band. als langgezogenes Band sich wirklich über den kompletten Himmel gezogen haben und Richtung Westen, Richtung Sonnenuntergang weitergezogen sind. Wahrscheinlich von dem Gebiet, wo sie nachmittags gefressen haben, dann in Schlafgebiete, wo sie übernachten können, wo sie in großen Schilfgürteln oder großen Baumgruppen sich sicher fühlen. Ja, und das ist einfach so ein, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, und schaut euch auch unbedingt irgendwie mal Videos davon an. Das ist einfach so ein ganz unbeschreibliches Gefühl, diese vielen, vielen Individuen, die so als einziges Wesen dann zusammenarbeiten und dann ein paar von dieser großen Gruppe haben sich dann auch abgespalten und sind dann in den Schilf, was war das, so Gräsergürtel da vor Ja, uns Schilf, oder? runtergedroppt. Ja. Und dann das ganze Schilf biegt sich dann so runter, weil einfach tausende Stare plötzlich auf so ein paar Halmen drauf sitzen und du hörst es nur ächzen und dann dieses Geplapper. Stare sind ja unglaubliche Sprachkünstler, die können ja sogar sprechen lernen. Der absolute Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen wie diese, ich habe das gestern Abend mit den Krähen Schlafbäumen verglichen. Ja, stimmt. Dann kommen irgendwie alle zur Ruhe, dann haben alle irgendwie ihren Platz gefunden für die Nacht und dann macht einer nochmal irgendwelche Geräusche, alle brüllen wieder los, es geht wieder das Gefliege los und alle fliegen wieder raus aus dem Baum und fliegen eine Runde und fliegen wieder zurück. Und das ist bei den Starren anscheinend auch so. Also bis da Ruhe einkehrt, ist wahrscheinlich irgendwie eine Stunde nach Sonnenuntergang. So ein Frühestens. ziemliches Getöse. Und wenn du da durchs Fernglas schaust Oh Gott, und ja. Das also Gewusel. ist ja auf jedem, also es ist wie so ein Ameisenhaufen. Ja. Gefühlt, nur halt aus Starren, die alle einen wahnsinnigen Lärm machen Aber und so süß. ja, aber So sehr süß. Gezwitscher, so Genau. Geplapper die ganze Zeit. Aber mich hat es eben gewundert, dass das jetzt schon losgeht, weil irgendwie ist es so mit in meinem Kopf und Gefühl mit Herbst verankert. Und wir saßen da halt irgendwie bei 29 Grad um 7:30 da. Ja. Und es hat irgendwie noch überhaupt nicht gepasst. Aber anscheinend haben die jetzt schon beschlossen, los zu versammeln, zumindestens. Jein, nicht ganz. Hab ich spannende Sachen zu gefunden, Oh, aber erzähl mal. lass uns doch vielleicht erstmal noch Jetzt über bin ich die weiteren neugierig. Vögel sprechen, die wir gesehen Ja, okay, haben. also wir haben noch andere Vögel Oder gesehen, aber ich soll will ich das es jetzt jetzt ja gleich wissen. machen? Okay, genau. Ich kann Also auch den wir Cliffhanger haben noch andere aushalten. Vögel gesehen. Wir hatten eigentlich überlegt, dass wir erstmal nur die Geschichte erzählen und dann auf die Bird Facts gehen, aber dann gehen wir jetzt eben schnell auf die starren Facts, weil Ich will sie Verena ist wissen. ungeduldig. Ja, sonst vergesse ich's wieder. Sehr gut. Also, ich habe gelesen, dass die Stare
schon im Frühsommer anfangen, nach der ersten Brut, sobald die ersten Jungvögel flügge sind, dass die sich anfangen, in Trupps zusammenzuschließen und dann gemeinsam marodierend durch die Landschaft zu ziehen. Das klingt schon gefährlich, unnötig von den Fernhalten von den Teenies. Das marodierend ist jetzt künstlerische Ergänzung meinerseits. Stare sind natürlich nicht gefährlich für irgendjemanden, außer für größere Ansammlungen von Fallobst. Und Döner wahrscheinlich am und Alex. Döner am Alex, genau. Also schon im Frühsommer fangen die an, sich zu Trupps zusammenzufinden. Und diese Trupps werden immer größer. Natürlich, jetzt schließen sich immer mehr Vögel an. Die Jungvögel, die da, aus denen diese Trupps größtenteils bestehen. Achso, also es sind Jungvögel und unverpartnerte Erwachsene. Okay. Also quasi Jungvögel, Teenager quasi oder Jährlingsvögel, die keinen Partner, Partnerin gefunden haben. Die ganzen Loose Birds. Und die anderen bleiben halt weiter im Brutgeschäft. Die brüten wahrscheinlich noch ein zweites Mal. Was? Die machen jetzt noch eine zweite Brut? Wenn die Zeit noch reicht. Also jetzt fangen sie, glaube ich, nicht noch an. Aber wenn die Zeit noch reicht im Frühsommer, fangen sie vielleicht im Juni noch eine zweite Brut an. Ach, krass. Und alle anderen, die nicht wieder mit Brutgeschäft beschäftigt sind, die schließen sich schon mal zu Schwärmen zusammen. Weil der Schwarm natürlich ein unglaublicher Überlebensmechanismus ist. Ja gut, du bist ein Riesenviech, ey. Also da habe ich Angst davor, wenn ich das so am Himmel sehe. Der Hauptteil der Verteidigung ist tatsächlich nicht, dass die sich dann im Schwarm auf die Greifvögel stürzen. Wobei ich das auch schon gesehen habe tatsächlich, dass die im Schwarm einen Bussard verjagt haben. Dass die nicht nur ausweichen, sondern... Genau, aber der eigentliche Hauptmechanismus ist, dass es versucht, mal in so einem Schwarm einen Vogel zu fixieren. Das ist klug. Genau, und der Falke, der Wanderfalke zum Beispiel, die können durch diese großen Schwärme durchschlagen und sich einen schnappen. Aber selbst die haben unglaubliche Schwierigkeiten, einen Vogel zu fixieren. Weil es einfach zum Durcheinander ist, oder was? Weil es ist einfach so ein unglaubliches Durcheinander. Krass. Wenn er von oben auf so einen Schwarm guckt und da sind 30 Vögel übereinander und 100 nach rechts und 100 nach links und vorne und hinten, dann kannst du nicht einen kann aussuchen. Er nicht einen Vogel rauspicken, den Krass. Er sich dann schnappen kann. Also die Masse schützt. Wahrscheinlich auch beim Schlafen und alles, wenn sie sich dann da reinsetzen. Genau. Ne? Genau das. Und Schwärme natürlich sind cool. Frühwarnsystem, wenn bodengebundene Raubtiere ankommen. Also wenn der Fuchs zum Beispiel kommt, aber ich weiß nicht, ob so ein Star für einen Fuchs irgendwie eine Mahlzeit wäre. Oh, Snacko? Warum nicht? Ja, das war ja das, warum wir uns gestern gefragt haben, weil die haben ja gestern in dem Schilfgürtel vor uns ein großer Teil quasi rasten oder plaudern auf jeden Fall wollen. Und es war dann irgendwann auch still. Und plötzlich, für uns erstmal unerkenntlich warum, fliegen alle gesammelt wieder hoch und ziehen weiter. Ja, also entweder war es nochmal Zwischenstation, sie haben dann nochmal Insekten gefressen im Schilf. Oder sie wollten sich da tatsächlich niederlassen und sind dann aus irgendwelchen Gründen entweder, weil sie gestört wurden, wenn noch ein Raubtier vorbeikam, oder weil sie doch sich gedacht haben, ach, ist hier nicht so toll, wir fliegen nochmal weiter, sind sie nochmal weitergeflogen in ein anderes Schlafgebiet. Genau, und mit dem Zug ist es dann so, dass sie bis September schon mal teilweise ziehen, also ein sogenannter Vorzug passiert. Bis September, okay. Und dann wird der Zug im September von der Vollmauser unterbrochen. Dann verlieren sie erstmal ihr komplettes Fell, wollte ich gerade sagen, ihr komplettes Federkleid. Dann hast du tausende Stare, die nackig im Schilfgürtel sitzen. Exakt. Und sobald die fertig ist, ziehen sie. Und zwar in Mittel- und Osteuropa, wo ich jetzt uns mal dazu zählen würde, ziehen sie meistens nur so 1.000 bis 2.000 Kilometer. Nur? Das legt man ja an einem Tag zurück, ne? Genau, das reicht aber von hier aus nicht bis nach Afrika. Also die bleiben quasi hier in Europa dann? Die hier im Sommer brüten, werden wahrscheinlich nur bis zum Mittelmeer oder nach Italien, Südfrankreich so ziehen. Ach, krass. Die in Südfrankreich, Italien sind, ziehen rüber nach Afrika und die so weiter. Also wie die meisten Vögel, die im Winter auch hier sind. Ne? Die Rotkehlchen, der Klassiker, das Rotkehlchen im Garten im Winter ist nicht das Rotkehlchen, was du im Sommer im Garten hattest, wahrscheinlich. Wobei man natürlich, bevor jetzt die Leute schon wütend in die Tasten hauen, wir als BerlinerInnen hier, wir wissen natürlich, nicht alle Stare ziehen. Es gibt inzwischen eine große Population, die ganzjährig am Alexanderplatz beziehungsweise einfach in der Innenstadt bleibt. Die Alexanderplatz-Stare sind nun inzwischen, glaube ich, weithin bekannt. Das ist jedes Jahr ein ziemliches Erlebnis. Die dann den ganzen da, Winter einfach zwitschernd in der Bahnhofshalle sitzen. Und dich deine Sandwiches erleichtern, quasi so... Ich wollte gerade sagen, wie Möwen am Alexanderplatz. Gut, es gibt auch haufenweise Möwen am Alexanderplatz, ja, die da brüten sogar. Da gibt es wirklich alles, genau. Das Ökosystem, richtig. Der Bahnhof. Aber auch warum genau der Bahnhof, ich weiß es nicht. Das ist schon wirklich sehr speziell. Ja,
Haben Sie weiß sich nicht, ob der ausgesucht? irgendwelche Dinge bietet, die andere aufgrund der Architektur nicht bieten. Das Keine müsste Ahnung. man sich nochmal anschauen, ob der Mal schauen. irgendwie durch die Kombination aus Höhe und Volumen innen drin und wie das Gitter aufgebaut ist, dass sie Keine da Ahnung. vielleicht mehr Sitzplätze haben. Aber wenn ihr mal in Berlin seid und Stare sehen wollt, wenn es außerhalb der ganzen Stare-Saison eigentlich ist, könnt ihr da immer welche finden. Ja, dann steigt ihr am Alex aus, Alexanderplatz, und guckt euch da die Stare an. Das Ja. ist ganz toll. Nicht den Genau. Turm oder so, Und das interessiert keinen. Wir wollen die Vögel dort sehen. das ist mit dem Zug so. Also, wie gesagt, es ziehen nicht alle. Und es ist ziemlich durchwachsen, weil es einfach fast überall Stare gibt. Die gibt es bis hoch nach Sibirien. Da verlassen sie tatsächlich, also so im quasi schon arktischen Bereich, die verlassen komplett die Brutgebiete. Da sind im Winter gar keine Stare da, aber Weil es zu ansonsten kalt alles ist, so kein Food. ab Mittelskandinavien abwärts, Baltikum, Osteuropa, so Richtung Polen zum Beispiel. Da sind im Sommer Stare und da sind auch im Winter Stare. Ah, Es sind nicht krass. die gleichen, aber ansonsten hast du überall in Europa eigentlich Sommers und Winters Stare. Krass eigentlich. Es ist jetzt gut, das erst jetzt zu wissen, dass es gestern komplett die Teenie- und unverbandelten Stare waren. Hätte ich mehr Respekt gehabt, wenn es hier die marodierenden Stare sind, die da am Himmel herumziehen. Gut, dass die uns nicht angegangen sind. Und das Ja. beantwortet vielleicht auch noch kurz die Frage von vorhin mit dem Prachtkleid. Wenn das junge Vögel sind Ja, und genau. welche, die dieses Jahr nicht gebrütet haben, dann, beziehungsweise in dieser Gruppe müssen dann auch schon erwachsene Tiere dabei sein. So viel wird in Berlin, glaube ich, nicht gebrütet. Wer weiß. Aber Tausend kann Millionen. natürlich gut sein, dass die sich auch jetzt schon aufgrund der kalten und gewitterigen Lage der letzten Tage und Wochen, dass die sich jetzt schon zusammenfinden, um auch einfach vorm Wetter ein bisschen nach Süden Das auszuweichen. kann Wenn gut die sein. jetzt eher so nach Westdeutschland oder Frankreich ausweichen, da ist vielleicht ein bisschen schöner. Ja, das war jetzt mit den Mauerseglern so. Mit dem ganzen Gewitter habe ich komplett verpasst, denen Tschüss zu sagen. Weil das dauernd so Fronten waren. Ja. Da hat sich das nicht so rausgetröpfelt. Das war irgendwie so, wir hatten jetzt eine Woche hier ziemlich viel Gewitter, Regen, sonst was, wo die immer weg außen rumfliegen, aber irgendwie sind die nicht wiedergekommen. Ja. Sehr sad. Naja. Dafür kam wer anders gestern, was richtig cool war. Und da, wir wären fast schon losgefahren, weil es wurde dann langsam dunkel. Wann war denn Sonnenuntergang gestern? Halb neun? Kurz vor 9:30 Uhr, Kurz vor halb neun. 20:24 Uhr, glaube ich, Ja. war gestern. Also, ne, egal wo ihr wohnt, die Sonne geht ungefähr jetzt plus minus 8 Uhr unter. Da müsst ihr immer schauen. Eben wo? Weiter im Süden geht sie früher unter, Da möchte ich mich jetzt nicht drauf ne? festnageln lassen. So rum war das, glaube ich. Das ist immer ein bisschen, je Hier haben nachdem, wir ob mehr du Licht. vor oder nach der Sonne Tag- und Nachtgleiche bist im Herbst, ist Ja. das immer unterschiedlich. Aber Genau, aber ja. ungefähr zu Sonnenuntergang wollten wir dann eigentlich fahren. Und dann haben wir noch was gesehen und gehört. Dann hat nämlich plötzlich angefangen, der Himmel zu trompeten. Und wer könnte das anders sein als unsere Lieblingskraniche? Und das hat mich total erstaunt, weil ich habe an dem Ort tatsächlich noch nie so viele Kraniche gesehen. Also zu keiner Jahreszeit. Du schon? Du schaust gerade so? Also gestern, 18. August, habe ich noch nie dort viele Kraniche gesehen. Ich habe vielleicht einen mal vorbeiziehen sehen oder mal so einen Elternpaar mit einem Jungtier. Aber das war vorgestern schon so und gestern dann auch noch, wie ich es mir gehofft hatte, kam mir wirklich, das war eine, also, Vielleicht 40 ja, insgesamt, also die es wir gesehen haben. Ja. waren zwei große Trupps, die noch durchgezogen sind, in Ja. so schöner Keilformation. Ein paar sind dann eben so runtergetaumelt und haben sich dann sogar an dieses Wasser gesetzt dann, gerade als wir natürlich am Fahren waren, so lange ausgeharrt, bis es dunkel war und dann kamen sie erst, aber Ja, klar. das war dieses Trompeten. Also, falls ihr noch nie einen Kranich-Sound gehört habt, hört euch das mal an. Das ist so ein schönes Geräusch. Und das verbinde ich halt total mit Handschuhe, Mütze, frieren, weil das für mich eher so, so Anfang November eigentlich eher das Geräusch ist. Und das war total absurd, da gestern irgendwie so immer noch fast bei 30 Grad zu sitzen im Dunkeln und zwar warm. Und dann kamen einfach Kraniche an. Ja, Das war richtig schön. das sind schon echt ganz besondere Vögel. Da man verbindet auch so viel damit irgendwie, finde ich. Also du hast immer, also ich habe immer diese ganzen Beinamen irgendwie im Kopf. Was? Im Beinamen? asiatischen Raum, naja, im asiatischen Raum nennt man die Glücksvögel, ich Vielleicht auch, glaube in ja. China oder so. Und es gibt ja auch überall auf der Welt Kraniche. Nicht die gleiche Art, aber es gibt Ja. verschiedene Spezies von Kranichen, die es halt. Überall irgendwo gibt es eine Spezies. In Hier ist der Großgruß, Nordamerika, ne? genau, der hier heißt Großgruß, der europäische Kranich, oder Was ist das, der Graukranich? Weiß ich gibt gar es einen nicht. Graukranich? Ich finde, der ist sehr grau. Also es gibt auf Also, jeden Fall Kranich ist sehr, die. sehr großer Vogel. Ja. Gräulich schwarz und hat so ein rotes Dutsch da am Kopf.
wenn er fertig ist, erwachsen. Oh, und Funny Fact, ich wollte ja immer, hatte ich dir das erzählt, dass ich immer so eine rote Kranichfeder finden wollte, was die so am Kopf haben? Hast du mir und schon mal dann erzählt. habe ich Aber den herausgefunden, Leuten noch nicht. ja, das erzähle ich jetzt euch. Praktisch. Ja, also wenn ihr euch so einen Kranich auf dem Foto anguckt, hat der oben am Kopf so eine rote Stelle. Und ich dachte immer, boah, das wäre obergeil, wenn man da mal so eine rote Kranichfeder findet. Und turns out, das sind gar keine Federn, sondern das ist so eine rote, wieso weiß ich nicht, ich stelle mir sowieso Truthahnlappen vor, was er da oben am Kopf hat. Das sind auf jeden Fall Die keine haben einfach Federn. so eine Halbglatze, die haben so eine Platte hinten. Ja, aber das ist auf jeden Fall sicher irgendwie, ist voll das Warnsignal oder so. Ja, ich glaube, die Federn werde ich leider nicht finden, weil es keine sind. Ja, aber Kraniche ganz, ganz magic. Und wer generell zu Kranichen mal noch tiefer eintauchen möchte, ich hatte auch hier im Podcast mal, das war schon 2 Jahre her, bei Folge 51, den Kranich-Experten geladen, den Dr. Bernhard Wessling. Den habe ich, glaube ich, 1,5 Stunden interviewt, auf Herz und Ach, Nieren stimmt, alles ja. herausgefunden. Der hat Alles auch war das toll. Buch geschrieben, der Ja. Ruf der Kraniche. Das hast du auch gelesen, Ganz, ne? ganz tolles Buch. Ich habe es tatsächlich mit großer Freude gelesen. Herr Dr. Wessling, falls Sie das hören, vielen Dank für das schöne Buch. Ganz, ganz toll. Habe ich gern gelesen und genau, kann ich an der Stelle auch nur eine große Empfehlung für aussprechen. Genau. Wirklich ein schönes Buch und genau, alles zu also Kranichen. die auch so ein bisschen für die Nerds auch so ein bisschen eine Historie der Bioakustik im Bereich Kraniche. Also der hat eine Methode entwickelt, Kraniche an ihrem Kontaktruf, also an ihrem Trompeten, genau das, daran eindeutig zu identifizieren, sodass man sich das Beringen spart. Und das ist war natürlich für die Naturforschung und auch für den Naturschutz, weil man die armen Tiere nicht mehr im Nest stören beringt muss und die und stört. Jungtiere klauen und beringen muss, war das natürlich echt ein Schritt nach vorne. Und schon abgefahren, oder? Einfach per Ruf quasi wie so ein Fingerabdruck ja, genau, identifizieren. Ja, genau, wie ein akustischer Fingerabdruck. Und du kannst das visualisieren und damit quasi nachweisen, dieser Ruf ist derselbe von letztem Jahr und kannst quasi die Züge und die Verpartnerung und die Wiederbesetzung von Revieren nachweisen. Das ist, fand ich sehr, sehr spannend. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Deep Dive in dieser schüchternen, zurückhaltenden Tiere. Man sieht sie ja sonst nicht so von Namen. Und ja, wirklich ein sehr schönes Buch und auch die Podcast-Folge dazu. Große Empfehlung. Genau, hört es gerne mal rein, die Folge 51, da geht es richtig Deep Dive. Und ich finde auch, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich Kraniche rufen höre, für mich klingt das ja alles immer relativ gleich, muss ich sagen. Aber ja, ich höre da jetzt immer anders zu, wenn ich mir denke, ah, das ist halt so dein individueller Ruf. Und was die alles kommunizieren, wo wir immer sagen, naja, die Vögel reden ja nicht miteinander. Also was die alles kommunizieren, die Vögel abladen, die wissen genau die Routen, wer wo wohnt. Also es ist das halt ist einfach wirklich total absolut unglaublich. Magic. Das hat mich richtig abgeholt in dem Buch. Also wirklich, die haben ja diese Zugrouten quer über Europa und teilweise macht ein Zugtrupp, der von Spanien nach Polen hochfliegt, macht einen Abstecher bei Hamburg, weicht 60 Kilometer von der Route ab. Ein Paar löst sich aus der Gruppe, landet in seinem Brutrevier bei Hamburg und die anderen drehen um und fliegen wieder zurück zur Route. Wie sprechen die das ab in Spanien? Wie merken die Wie sich klären das? Die das? Ja. Also, dass sich ein Tier das merkt, ja, okay, gut. Dass ein Paar sich das merkt, okay, wir brüten hier, alles klar, kein Problem. Aber wie spricht diese Gruppe das ab? Ohne Zanken, ohne ist irgendwas. Ist mir nicht ohne begreiflich. Google Maps. Absolut faszinierend. Total toll. Und da genau solche Sachen kommen eben auch im Buch zum Tragen. Und das ist das Schöne, finde ich auch. Umso mehr man über so Tiere lernt, jetzt nicht nur Vögel, sondern generell alles, was mit der Natur zu tun hat. Das ist dann nicht einfach nur ein Picknickabend gestern draußen, sondern man sitzt in diesem Ganzen, was man stückchenweise sich jetzt über die Fotografie, übers Hinschauen, übers Journal und so weiter sammelt, mit so einer krassen Wertschätzung und Respekt dann da, wo ich denke so, krass, dass wir uns absprechen können, wo wir uns abend treffen, okay, aber so irgendwie 40 Kraniche und 2000 Stare, wo die hinfliegen wollen, da gibt es Mechanismen, von denen wir einfach keine Ahnung haben und uns selber nicht hinkriegen. Sehr, sehr viel Wertschätzung und Zauber, das mag ich. Ja. Das ist schön. Ja, das ist ganz toll. Und dann fährt man in der Abenddämmerung, also schon eine ganze Weile nach Sonnenuntergang, kurz nach 9 wieder Richtung S-Bahn, um in die Stadt reinzufahren und streift da irgendwie über den Feldweg langsam mit dem Fahrrad und rundherum fliegen überall noch die Kraniche und Reiher ziehen rüber zur Nacht in der Gruppe. Das und war so cool.
Willst du das noch kurz erzählen? Ja, unbedingt. Ja? Das war nämlich so cool. Können wir uns das Dreier, mal? ja, ihr müsst leider jetzt noch 2 Minuten länger zuhören. Graureiher sagen euch ja vielleicht was. Das sind diese süßen, auch relativ großen Vögelchen, die so gerne am Wasser auch wohnen. Und so ein bisschen eher zu den Schreitvögeln, glaube ich, gehören auch. Ne? Also die Schreitvögel. sind, haben wir, also, ja. Auf jeden Fall Graureiher. Und die habe ich noch nie so wirklich im Trupp fliegen gesehen. Die sind immer alleine oder die streiten sich und schreien sich dann an, wenn man sie aufscheucht. Oder sind eher so ein bisschen immer in meinem Kopf diese Einzelgänger gewesen. Und gestern, als wir dann los sind, flog plötzlich wieder so eine Art Keilformation oder die waren in einer Linie mit einem Mini-Keil vorne, so 8 Individuen über uns drüber. Und so, das sind keine Kraniche. Das waren einfach Graureiher in Formation. Und das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte tatsächlich am Anfang, das sind Kraniche. Eigentlich peinlich, ne? Man erkennt es ja doch ganz gut. Okay, wie kann man sie denn Kraniche halten unterscheiden? ihren langen Hals einfach vorne raus und die Reiher sind da ein bisschen platzsparender. Die falten den ein und haben dann so einen dicken Bug. Quasi so einen Hals unten raus. So ein So einen Hals. Also, ihr Hals. müsst Du euch kannst vorstellen, ja. Martin macht gerade die So einen Geste Hals. für so einen Ja. Hals. Da hängt dann so ein Blub vorne ran. Das sieht aus wie so ein Bug an so einem Tankerschiff oder so. Das ist ganz witzig. Aber genau, Kraniche haben also ja die auch viel Kraniche. brettigere Flügel und Genau. langsamer, finde ich. Aber ich habe Reiher noch Es nie war zu fliegen meiner gesehen. Verteidigung schon ziemlich Es dunkel. war sehr dunkel und Ja. das war auch was im Weg zum Gucken. Also Ja. ging nicht so einfach. Aber Und das war so abgefahren, dass ich habe es. gelernt, dass sie das tatsächlich nur nachts machen. Ja, das haben wir nämlich Ähm, gerade nochmal also in der nachgeschaut. Abenddämmerung und nachts, dass sie so tatsächlich ziehen. Also der Zug der Reiher, auch die Reiher ziehen ein bisschen. Das sind so Strichvögel, nennt man das, die nur ein bisschen sich in andere Landstriche verziehen. Natürlich Also wie jetzt das noch nicht, aber Rotkehlchen die oder? können ja auch wieder so. Also Kurzstreckenzieher, Strichvögel, ja, so das Abgefahren. Zwischending zwischen einem Standvogel und einem Zugvogel, der Habe ich wirklich ehrlich gesagt richtig weit vorher noch runterzieht. nie mitbekommen, dass die sich überhaupt zusammensammeln, aber Ja. das war auch so ein krasses Und Erlebnis sie gestern. brüten wohl auch in Kolonien. Ich habe zwar noch Ja. nie eine Kolonie gesehen, aber Vieles sieht man ja davon immer nicht, weil die sehr heimlich sind. ja, das stimmt. Aber das ist eben das Coole, ne? Wir waren einfach nur einen Abend Picknick machen draußen, einfach quasi unser Abendbrot, Aufstrich, sonst was, nur mit rausgenommen, in eine Wiese gesetzt. Ja. Natürlich jetzt nicht mitten irgendwo, keine Ahnung, an der Straße dran, sondern schon in einem naturlastigeren Gebiet, aber direkt an der S-Bahn, 5 Minuten mit dem Fahrrad. Und da passiert einfach so viel. Und das finde ich das Magische, wenn man sich raussetzt und sich damit beschäftigt. Ich meine, wir haben ja keine Ahnung, keiner von uns hat Biologie oder irgendwo studiert, sondern Ja. wir haben Wikipedia-Universität und halt beobachten und herausfinden und forschen. Und was da alles an Wissen rauskommt oder, ne, alles Laienwissen, aber diese Magic oder diese Staunen und dann irgendwann hochzugucken, warte, Moment, das sind gar keine Kraniche, das sind Graureiher und dann dieses, what? Ist das Ja, so cool. das ist Und das ist, glaube ich, wirklich das, was sehr, wir sehr ja auch schön. mit dem Podcast transportieren wollen. Geht einfach raus und schaut mal, was da passiert, auch wenn es nur dann doch die Eintagsfliege. Die süße Eintag. Da wirst du sicher noch ein Foto von posten, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, Kommt noch sehr ein gut. Bildchen Sehr gut. von der süßen Eintagsfliege, die du Ja. so gut beleuchtet hast von hinten. Vielen Ja, Dank. Handyleuchte macht es möglich. Sehr, sehr Ja, also gut. das war wirklich gestern wieder ein super schöner Abend. Einfach nur rausgehen, einfach mal schauen, was kommt und da so offen sein. Ja, mega cool. Genau. Macht das auch. Geht raus und esst draußen in der Wiese. Lasst Und nur nehmt nichts euren Müll wieder liegen. mit, Nehmt genau. euren Kram wieder mit. Das ist sowieso der Tipp überhaupt. Und wie immer, wie beim letzten Mal, also jetzt zum zweiten Mal, zweimal ist ja schon Tradition, Haben wir schon immer so gibt es gemacht. auch, das haben wir schon immer so gemacht, seit es diesen Podcast in der zweiten Staffel gibt, gibt es auch heute wieder ein Foto und einen Nature Journaling-Tipp. Aber vorher gibt es kurz den Support-Werbungsblock. Wenn euch dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn du einmal kurz jetzt in der App, in der du gerade diesen Podcast hörst, oder auf deinem Computer, in deinem Browser oder wie auch immer du gerade diesen Podcast kombinierst, meine Güte, Welchem Medium? mit welchem Medium du diesen Podcast gerade auch immer Second Screen. konsumierst, wenn du einmal kurz auf deinem Bildschirm auf den Like-Button drückst, vielleicht eine Bewertung hinterlässt. Und das ist immer gut, denke ich. Also Ja, das das freut uns. freut uns sehr und das pusht natürlich den Podcast in irgendwelchen Ratings nach oben. Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, Es ist aber immer fein, wenn es gut bewertet und es tut ein uns gut auch gut. bewerteter Podcast ist immer gut und wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften beim letzten Mal. Mist, wir wollten die Leute Oh. shoutouten, die sich gemeldet haben. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal Ja. gibt es noch eine Shoutout-Runde auf Manu und die Eli fallen mir auf jeden Fall ein. Manu, Eli.
Herr Kunz, mein alter Physiklehrer, hat auch geschrieben, dass er Oh, seit wie Jahren schön. aquarelliert. Genau, Also die und Bubble zwischen gleichzeitig fotografiert. Fotografie und Die, Journaling ist auf jeden Fall nicht so klein, wie wir genau, gedacht haben. wir sind nicht die We einzigen see zwei, you. die das gemeinsam zusammen verbinden. Genau, und selbstverständlich gibt es nicht nur die Möglichkeit, hier auf Spotify und Apple Podcasts oder wo auch immer, diesen Podcast zu liken und zu bewerten, sondern es gibt auch noch das Steady, wo ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag diesen Herstellung dieses Podcasts finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr das machen wollt und Lust drauf habt, dann würden wir uns auch darüber sehr, sehr doll, grandios, viel toll freuen. Ja, und da gibt es also nicht nur den Podcast, den ihr dann unterstützt, sondern ihr kriegt auch je nach Paket noch Sticker geschickt oder könnt noch den Private Podcast, gibt mich an den Private, nur Nature Journaling Podcast von mir, könnt ihr auch lauschen und an den Nature Journal Online Club Treffen teilnehmen, lauter Videos anschauen, die sonst hier die ganzen Lives und so weiter. Also schaut unbedingt mal vorbei, der Link ist sowieso in der Beschreibung. Wie immer. Wie immer. Alle Links in der Beschreibung. Und so ist auch meine Foto-Inspo des Tages Genau, jetzt kommen wir zu den in der. Nature Journal und Fototipps. Ja, ich wollte es jetzt smooth Also, überleiten, sorry. aber gut. I destroyed your bridge. Genau, und so ist auch in der Beschreibung der Link zu meiner heutigen Foto-Inspiration. Und zwar habe ich gestern versucht, mit den starren Schwärmen, die vorbeiflogen, Bilder nachzumachen oder eine Idee nachzumachen von einem Fotografen, den ich vor ein paar Wochen entdeckt habe, der mich wahnsinnig abholt. Der heißt Xavi Wu. Wie das genau geschrieben wird, könnt ihr in der Beschreibung entnehmen. Das ist, ich glaube, ein französischer Fotograf, der die Ornithografie anscheinend erfunden hat. Das klingt Ornitho, so der Vogel, cool. und Graphie, das Schreiben, das Abbilden. Der macht anscheinend Reihenbelichtungen von Vögeln, die sich in Schwärmen oder auch einzeln bewegen, packt die zusammen und es sind unglaublich faszinierende Bilder. Das Cool. habe ich so noch von niemandem gesehen. Ich hatte vor einer Weile was mit Schwalben gepostet, und jemand schrieb mir darauf, ich weiß nicht mehr, wer das war, leider, aber vielen Dank für die Empfehlung. Jemand schrieb mir darauf, dieses Profil absolut genial. Wahnsinnig inspirierend, finde ich eine total tolle Idee. Schaut da ruhig mal rein. Der hat auch ein Instagram-Profil und eine Webseite. Und das verlinken wir beides hier in den Shownotes. Mega. Und Verena, was ist denn deine Nature Journaling-Inspiration-Tipp für diese Woche, für die Leute? Danke, das war auch eine sehr smooth bridge. Sie wird auf jeden Fall dadurch nicht smoother, dadurch, dass man es nochmal kommentiert. Sorry. Wir sind so smooth. Wir sind die allersmoothesten. Teflon beschichtet. Naja, also die ich saß gestern mit meinem Journal kurz da, bevor du auch noch zu mir gekommen bist, und hatte überlegt, wie ich dann überhaupt Vogelschwärme darstellen kann. Und habe es dann ehrlich gesagt gelassen, weil auch keine Damen waren und es dann so dunkel wurde. Aber was mir nur gekommen ist, das, was ich vielleicht auch noch euch und dir mitgeben kann, dass du dein Journal wirklich immer sehr, sehr griffbereit hast. Weil ich habe ein paar coole Situationen gestern verpasst zum Journaling, weil mein Buch dann doch hinten zwar in einer gut zugreifbaren Tasche war, aber ich hätte halt trotzdem den Rucksack runternehmen müssen. Und es hätte dann schon wieder, da waren ein paar Neuntürer, da warst du noch nicht da, auf den Büschen quasi vor mir gegenüber. Ich habe mein Fahrrad angehalten und bis ich den Rucksack runter hatte und das Ferienglas rausgeholt, das hat zu lange gedauert und alles wieder verscheucht. Und wir basteln hier gerade so an kleinen Möglichkeiten, wie man das Journal einfach noch griffbereiter einfach fast schon vorne dran haben kann, dass du wirklich nur so per Quick-Zugriff irgendwie dein Journal, sei es jetzt in einer Umhängetasche vorne oder du hast es wirklich in der Hand oder an der Seitentasche wenigstens, dass ihr da mal ein bisschen experimentiert, wie, also ne, sowieso immer dabei haben. Auch die beste Kamera bringt wahrscheinlich nichts, wenn du sie nicht dabei hast, ne? Zu Völlig precious richtig. und so, das glaube ich mit teuren Sachen eh immer noch schwieriger, dass du dein Journal auf jeden Fall schaust, wie du es immer dabei hast. Und egal, ob du denkst, na, ich habe eh keine Chance dazu, hab's lieber dreimal umsonst dabei als einmal nicht und dann nicht zu tief im Rucksack, weil es da am angenehmsten ist, sondern dann nimmst dir lieber vor, machst dir mit irgendwelchen Clipsen fest, steckst dir vorne in die Beuteltasche vom Pullover rein oder sowas und lieber nur einen Bleistift irgendwo in die Hosentasche oder hinters Ohr geklemmt oder weiß nicht, wo du Bleistifte transportierst oder Hemdtasche und leg dann los und wenn es nur ein paar Notizen sind. Ja, weil du musst ja nicht den ganzen Vogelschwarm dann irgendwie abbilden, sondern sich überhaupt notieren, hey, krass, heute habe ich schon den ersten starren Schwarm gesehen. Ja. Und das irgendwie als Dokumentation, so wie das Citizen Science, wann geht's los, wann kommen die ersten, wann kommen die letzten, finde ich spannend. Also schreibt euch Dinge auf. Und das schnell. Ja, am besten auch zeitnah, weil jetzt weiß ich schon nicht mehr ungefähr, ja, ist jetzt nicht mal den ganzen Tag her. Ja.
Ja, also immer alles dabei haben und ich bin auch total geflasht von den Fotos, die du mir gezeigt hast. Das sieht wirklich not out of this world aus. Ja. Und das ist, glaube ich, die Magic des Not Ganzen. from this world, out of this world. Das ist Na, sieht einfach, auf jeden Fall super faszinierend es aus. ist einfach krass. Und das, Ja. aber weil diese Bilder das so gut transportieren, das Gefühl, was man während dem Anschauen hat, weil das so magisch Ja. ist, ich glaube, das ist ganz geil. Also, falls ihr euch da ein bisschen näher beschäftigen wollt, schaut auch mal den Link. Ja, also geht raus, nehmt Picknick mit, draußen schmeckt es eh besser und schaut mal, was euch allzu beiläuft. Und das war Genau. jetzt auch mein Tipp für die nächsten 2 Wochen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Richtig. Dass ihr bis dahin rausgeht und schaut, was ihr alles mit dem jetzt doch langsam nahenden Herbst, die letzten warmen Sommerabende ausnutzt und lieber einmal mehr rausgeht, als drin bleibt, wenn ihr Ja, die Möglichkeit habt. das auf jeden Fall. Und ich will immer noch Gottesanbeterin finden. Ich habe immer Ah, noch keine ja. gefunden. Aber Die auch sind da da. vielleicht einfach nochmal mit einem Picknick in die Wiese setzen. Meistens ist es dann ja doch das lange irgendwo hinstarren, dass man dann plötzlich irgendwas sieht, was da sitzt. Ah, wir sind immer nur auf nassen Wiesen. Wir müssen mal auf Ja, eine wir trockene müssen mal Wiese. auf trocknere Wiesen. Ja, Yes. also das ist die Challenge für uns, glaube ich, die nächsten 2 Wochen auch, Ja, dass wir jetzt irgendwo trockene Wiesen finden. trocken, ja. Normal, ich glaube, es hat jetzt so viel geregnet wie sonst im ganzen Jahr die letzten Wochen. Es ist einfach Ja. unfassbar nass alles. Ja. Aber wir werden sie noch finden. Ja, Das ist unser wir Goal. Also schaffen falls das. ihr welche findet, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Schön für euch. Erzähl's mir nicht. Erzählt mir nicht, weil sonst weinen Macht wir. mich nur traurig, dass ich Ja. nicht in der Lage bin, welche zu Wir finden. finden. Wir haben hier schöne Eintagsfliegen gefunden und Spinnen. Das stimmt. Ja, mehr, mehr. Das ist richtig. Genau, Gut. also, wir Danke wünschen fürs euch, Zuhören. ja, wir wünschen euch was. Habt viel Spaß beim Fotografieren und Journalen. Geht raus und Und bleibt schön wild. bleibt schön wild. Ciao. Ciao.